Hundehalter werden ist nicht schwer, Hundehalter sein hingegen sehr. Und damit sehr willkommen zum nächsten Video. Wir sprechen heute über Hannover 96, die potenziellen anstehenden Transfers sowohl von Hannover 96 weg als auch zu Hannover 96 hin. Und ich erkläre euch, wie die nächsten Wochen aussehen hier auf dem Kanal, weil zuletzt kam wenig, aber das soll sich wieder ändern. Viel Spaß. Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, Hundehalter sein ist gar nicht mal so leicht, beziehungsweise sehr kräftezehrend. Und genau das ist bei mir passiert, für die Leute, die das noch nicht mitbekommen haben. Ich habe einen Welpen. Und zwar heißt der junge Mann Dexter. Dexter the American auf Instagram. Leute, die mir auf Instagram folgen, werden ihn schon gesehen haben. Leute, die mir auf Twitter folgen, auch auf YouTube. Habt ihr davon noch nichts gehört? Eigentlich sollte auch schon längst der Urlaubsvlog online sein. Ich war ja für 10 Tage auf Gran Canaria. Ich komme aber nicht dazu, den zu schneiden, weil dieser kleine Hund sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Er ist toll, er ist fantastisch. Ich liebe ihn, aber er ist natürlich ein Baby. Und das braucht halt sehr viel Aufmerksamkeit, sehr viel Zeit und ist dementsprechend auch völlig verständlich, glaube ich, für euch, dass hier aktuell ein bisschen Ebbe ist, was Videos angeht. Soll jetzt aber wieder besser werden, er ist jetzt die ersten Tage da, hat sich ein bisschen gewöhnt und dementsprechend geht das Ganze jetzt. Ich bin ja auch Gott sei Dank nicht alleine, sondern mit meiner Freundin zusammen. Von daher kann man sich das Ganze aufteilen und ich kann euch schönen Content liefern, zum Beispiel heute und damit nochmal, hey, komm, Hannover 96 Talk, Klappe die. Ich habe keine Ahnung, wie viel es da, aber auf jeden Fall geht es um die finale und heiße Phase des Transfermarkts, denn wir sind kurz vor der Schließung des Transfermarkt eben. 6 Tage sind es noch bis zum 1. September und da wird das Ganze dann geschlossen. Das heißt, dann weder Abgänge noch Zugänge möglich und Hannover 96 hat sich ja bereits in den letzten Wochen so positioniert, dass man sagt, ja, gegebenenfalls wollen wir noch etwas machen, es muss aber das Gesamtpaket stimmen und auch die Position, auf der was gemacht werden soll, sind nicht zu 100% klar. Auf der Abgangsseite hingegen haben wir ein paar Namen, bei denen man zumindest darüber nachdenken könnte, dass noch was passiert. Zum einen ist da Tim Walbrecht, warum ich jetzt nicht genau auf ihn eingehe, ist relativ simpel, nämlich hängt das zusammen damit, dass das nur passieren wird, wenn wir noch einen Transfer in der Innenverteidigung zu uns bekommen. Dann soll er verliehen werden. Für den Moment ist er aber als Innenverteidiger Nummer 4 geplant, was, wenn man bedenkt, dass wir auch Dreierkette spielen, wie zum Beispiel gegen Magdeburg, sehr dünn ist, durchaus zumindest. Gaelon Dua, bei dem hat es zuletzt nicht mal für den Kader gereicht. Das heißt, da ist natürlich fraglich, wie nimmt er das auf, was sind seine Ambitionen in jeglicher Hinsicht und dementsprechend werden da Gespräche geführt werden, ob er den Verein vielleicht noch verlassen möchte oder verlassen wird, insbesondere da wir im Mittelfeld ein Überangebot haben, je nachdem, welches Spielsystem halt eben gespielt wird. Wir haben ja zuletzt gesehen, gegen Magdeburg hat weder ein Suschkow gespielt, noch ein Schaub, noch ein Kerk und das zeigt schon einiges, weil da ist natürlich gerade auch ein Ondua in der Rangordnung ein bisschen tiefer anzusiedeln. Vielleicht für die 6, für Kunze, aber der ist nun mal aktuell auch gesetzt, hat sehr stark gespielt, von daher, wo soll man ihn hinsetzen? Selbst die offensiven Spieler sind ja momentan so ein bisschen schwierig einzuordnen, weil Sebastian Kerk, letzte Saison unser bester Feldspieler gewesen, zusammen mit Julian Börner, für den ist aktuell kein Platz in seiner Form und im System. Je nachdem, wie es am Wochenende wieder aussehen wird, wenn es gegen Fürth geht, gegebenenfalls spielt man dann nicht mehr mit der Fünferkette, sondern wieder mit der Viererkette. Andererseits never change a winning team und das Team hat 4-0 gewonnen. Ist alles nicht so ganz leicht. Und im Sturm ist es so, dass man sich jetzt entschieden hat, dass man Nicolo Tresoldi, der ja das Startelfdebüt gegeben hat, vor seinem 18. Geburtstag, und zwar nicht mal mehr 5 Stunden vor seinem 18. Geburtstag, gegen den FC Magdeburg, dass man Magdeburg, schreibt es mir in die Kommentare, der soll natürlich den Weg nicht verbaut bekommen durch eine neue Stürmerpersonalie. Das heißt, da möchte man mehr auf ihn setzen. Das hat ja auch sehr gut funktioniert in der Kombination mit Bayer und mit Nielsen auf der 10. Theoretisch könnte man auch Tresoldi neben Nielsen spielen lassen oder, keine Ahnung, Tresoldi jetzt Joker bringen. Das heißt, es ist schon nachvollziehbar, dass man da nicht unbedingt aktiv werden möchte, um ihn noch jemanden vor die Nase zu setzen, zumal wir ja noch zum Beispiel Hendrik Weidand im Kader haben und Nielsen, wie gesagt, auch Stürmer spielen kann. Theoretisch sogar Sebastian Stolze, der Stürmer spielen kann. Also viele verschiedene Möglichkeiten. Zentrales Mittelfeld, wenn ich gerade vergessen habe, Anton Foti, der auf jeden Fall eine Vorlage gemacht hat. Wir haben einen echt breiten Kader, vor allem auch mit Qualität, die man vielleicht am Anfang gar nicht so gesehen hat, zum Beispiel bei einem Leopold, bei dem ich es ja überhaupt nicht erwartet habe. Die einzige Lücke, die noch besteht, ist wirklich die Innenverteidigung meiner Meinung nach und da soll wohl auch noch was gemacht werden. Es muss das Gesamtpaket stimmen, es kommt darauf an, wie man sich da einigen kann und mit wem man sich da einigen kann. Es wurden zuletzt mehrere Optionen in den Raum gestellt und die, die ich am attraktivsten finde, ist mittlerweile Jordan Bayer von Borussia Mönchengladbach. Gegebenenfalls wird der andere Angebote haben, auch aus der Bundesliga. Es hat sich gerade von Augsburg Felix Udokai verletzt, der wird längere Zeit ausfallen, ich glaube 8 bis 12 Wochen. Das heißt, wenn er in der Bundesliga kicken möchte, wird sich sicherlich auch Augsburg um Jordan Bayer bemühen, da der ist ja ein sehr flexibler Spieler, glaube ich, für die Dreierkette wie gemacht, weil er auch Rechtsverteidiger spielen kann. So ein bisschen ähnlich dem Typen Phil Neumann und ich glaube, dass Luca Kreinz so ein bisschen in den Wettbewerb gehen würde, zumindest wenn man auf der Dreierkette beruhen bleibt. Zum anderen würde er wahrscheinlich in Zweikampf mit Phil Neumann gehen, wo ich aber aktuell davon ausgehe, dass das eher nicht der Fall sein wird, außer
Ja, also ich glaube, man holt Bayern nur, wenn man plant, mit Fünferkette zu spielen zukünftig. Bei Viererkette, na klar, man kann mal Viererkette spielen, aber wenn das fixe System Viererkette ist, du kannst weder Neumann noch Bayer auf die Bank setzen. Gerade eine Laie, das bringt ja dann nichts. Also von daher, ich gehe mal ganz stark davon aus, dass das nur passiert, wenn wir eben eine Fünferkette spielen, mal eine Viererkette spielen oder dass das Grundsystem sein soll. Leiten ist da ja sehr flexibel. Dann wird höchstwahrscheinlich ein Backup-Innenverteidiger kommen. Wahrscheinlich ein Rechtsfuß mit Kainz haben wir, einen Linksfuß. Natürlich ist immer wieder der Name Salif Sané präsent und ich fände das auch cool als Backup, vor allem, weil die jungen Spieler von ihm lernen können, von seiner Erfahrung, weil er, glaube ich, auch vom Emotionalen her nochmal ein ganz gutes Feeling mitbringt. Ob das wirklich passiert, ich wage es zu bezweifeln. Ich kann es mir nicht mehr vorstellen. Der Kurs, den 96 eingeschlagen hat, ist ein ganz anderer. Und dementsprechend denke ich, dass Markus Mann irgendwelche anderen Namen im Kopf haben wird. Wen? Keine Ahnung, schreibt es mir in die Kommentare. Ich finde die Spur zu Jordan Bayer da, Gladbach ihn ausleihen möchte, schon ziemlich heiß. Andererseits ist der halt sicherlich auch in der Bundesliga begehrt. Der hat letztes Jahr auch ein paar Bundesligaspiele gemacht. Ist kein schlechter Innenverteidiger, war ja zwischenzeitlich auch mal beim HSV. Das heißt, die zweite Liga kennt er schon. Er wäre ziemlich optimal. Ich glaube, er ist ein zu großes Kaliber. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, weil Markus Mann hat bisher schon sehr, sehr viele Dinge sehr, sehr möglich gemacht. Und das kann natürlich auch in seinem Fall absolut realistisch sein. Ob das passiert, schreibt mir gerne mal in die Kommentare eure Meinung dazu. Und übrigens könnt ihr mir auch gerne einen Daumen nach oben auf diesem Video da lassen. Das würde mich sehr freuen. Ihr habt immer die Möglichkeit, mit mir zu diskutieren über alle möglichen Thematiken. Unter anderem eben auch über diese Transferstrategie, die wir gerade fahren. Es ist bisher noch nicht viel Geld ausgegeben worden. Das muss man ganz ehrlich so sagen. Die einzige Ablöse, die 96 bezahlt hat, ist die für Derrick Köhn. 500.000 Euro. Wir sind finanziell angeblich gut aufgestellt, aber Martin Kind, ich bin da nicht mehr in der Thematik drin. Und das Oberlandesgericht war das ja, glaube ich, hat ja auch ihn erstmal als Geschäftsführer da behalten. Aber ob das wirklich stimmt, dass wir so groß auf Rosen gebettet sind und Geld ausgeben können, ist die andere Frage. Vor allem die Frage ist halt auch, musst du Geld ausgeben für einen Innenverteidiger-Backup oder reicht vielleicht eine Laie mit Kaufoptionen gegebenenfalls oder irgendwie sowas in der Richtung? Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt. Wer auf jeden Fall nicht mehr kommen soll, ist halt wie gesagt ein Stürmer, was einerseits schade ist, andererseits aber auch verständlich, insbesondere weil man jetzt auch Nicolò Tresoldi setzen möchte. Der hat in der Vorbereitung seine Ansätze gezeigt, der hat im Pokal seine Ansätze gezeigt, der hat es jetzt gegen Magdeburg gezeigt. Klar, Magdeburg ist ein Aufsteiger, wir haben auch gegen anderen Aufsteiger verloren aus Kaiserslautern, von daher sollte man das definitiv nicht zu niedrig hängen, diesen Startelf-Einsatz und auch die Leistung, die er da gebracht hat. Und wenn man darauf setzt, dann ist das toll, weil auf die Jugend zu setzen ist in meinen Augen ein sehr guter Plan und man hat mit Weidand immer noch einen weiteren Stürmer in der Hinterhand, auf den man theoretisch auch noch setzen kann. Das heißt, vom Personal her ist es okay. Und die Tore fallen. Ja, Nielsen ist ein torgefährlicher Spieler, Bayer ist ein torgefährlicher Spieler, Tresoldi wird früher oder später auch sein erstes Profitor machen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es am Wochenende gegen Fürth der Fall sein wird, wenn er dann wieder in der Anfangsformation steht. Ich glaube aber, dass es sinnvoll wäre, mit dem gleichen System zu starten wie zuletzt. Von daher ist das nicht so unwahrscheinlich. Und wir haben auch aus dem Mittelfeld heraus Torgefahr. Leopold zum Beispiel verfügt über einen guten Distanzschuss, wie man sehen konnte, tritt gute Standards in die Mitte. Da haben wir kopfballstarke Innenverteidiger, Neumann, Kreins und Börner können alle die Rübe reinhalten. Derrick Köhn ist als Außenverteidiger torgefährlich, Moroja ist torgefährlich, wie man gesehen hat gegen Magdeburg. Was ja ein sehr schöner Abschluss auch war. Von daher, vielleicht reicht das einfach auch aus. Auch wenn ich gerne den Topstürmer gesehen hätte, aber da mein Lieblingsstürmer in Anführungsstrichen für Hannover 96 ja vom Markt ist und Joel Poyanpalo völlig nachvollziehbarerweise zum FC Venezia gewechselt ist nach Italien, ja, kannst du da wahrscheinlich halt nicht so viel machen. Ich habe übrigens von vielen gelesen, dass es ja dann auch möglich gewesen wäre, für 96 ihn zu holen. Unterschätzt mal Venezia nicht. Das ist schon, nicht nur die Trikots von denen sind jedes Mal wieder brutal geil. Das ist auch schon ein Verein, da steckt mehr Power hinter. Ich glaube, der Kader ist doppelt so viel wert wie unserer. Die sind zwar abgestiegen, aber deren Vierjahresplan war, glaube ich, aufzusteigen. Und die sind bereits im zweiten Jahr aufgestiegen oder sowas. Das heißt, da ist Böses im Busch, in Anführungsstrichen, Großes im Busch. Ähnlich wie bei Newcastle zum Beispiel, die jetzt auch in diesem Sommer, jetzt gerade Alexander Isak, also den Topstürmer wahrscheinlich, holen für 65 Millionen. Auch eine Summe, über die man im gesonderten Video vielleicht nochmal reden kann. Vielleicht mache ich das auch nochmal, weil sehr viele kriegen das in den falschen Hals, irgendwie habe ich das Gefühl. Das kommt gegebenenfalls sogar schon morgen, das Video, weiß ich noch nicht genau. Aber es ist halt, also nur um des Kaufens willen sollte man das halt nicht machen. Und bei Newcastle sieht man, auch wenn das eine ganz andere Größenordnung ist, wie man nachhaltig und sinnvoll Transfers macht, jetzt zumindest bisher, seit der Übernahme durch Saudis, durch die Saudis oder das Saudi-Konsortium. Bei 96 ist die Transferstrategie diesen Sommer ja auch sehr, sehr positiv zu beleuchten. Also Markus Mann hat da ja einen guten Job gemacht. Von daher, wenn er nicht den Bedarf sieht, einen Stürmer zu holen, dann vertraue ich ihm da einfach auch. Und gegebenenfalls muss man im Winter nachjustieren. Aber für den Moment, gerade Magdeburg, der Spieler hat das gezeigt, könnte es halt auch so reichen. Ich bin gespannt, wie ihr das auch seht, vor allem, weil ich weiß, dass viele von euch gerne noch einen Stürmer haben würden oder gehabt hätten. Es gibt ja verschiedene Wunschkandidaten, beziehungsweise verschiedene Namen, die da immer wieder in den Raum geworfen wurden. Ich bin
dadurch, dass ich, glaube ich, in den letzten Wochen nicht so viel auf Twitter war, enttoxisiert worden oder enttoxisch, keine Ahnung, auf jeden Fall nicht mehr so toxisch unterwegs oder weniger toxischen Einfluss gehabt. Das heißt, weniger Galgenhumor, das heißt, einfach ein bisschen entspanntere Grundstimmung und da hilft Dexter definitiv auch dabei, der übrigens der legitime Nachfolger von Christian Pulisic ist. Wenn ihr wissen wollt, warum, dann guckt euch meine Story auf Instagram an. Ja, das ist so der Status quo. Es geht am Wochenende gegen Düsseldorf. Ja. Gegen Fürth. Auch ein Ü drin. Das ist die einzige Erklärung, die ich habe. Ich bin auch müde. Ich bin fertig mit der Welt. So ein Welt, wie gesagt, ist anstrengend. Zu Hause leitet jetzt ehemaliger Verein. Das heißt, der kennt die Mannschaft. Das heißt, der kennt viele Spieler. Das heißt, er kennt die Stärken. Er kennt gleichzeitig auch die Schwächen. Wir wissen aber auch, auf wen wir aufpassen müssen. Branimir Rigotta, der ja auch bei 96 im Gespräch war. Der immer gefährlich ist. Zwar Chancen versiebt hat gegen Lautern, aber immer ein unglaubliches Risiko darstellt. Lautern hat aber auch gezeigt, dass Fürth verwundbar ist und Fürth ist ja auch nicht gut gestartet. Von daher, gerade zu Hause mit den Fans im Rücken nach diesen beiden Siegen, die Möglichkeit auf den dritten Sieg in Folge, ich hoffe, das wird passieren. Und ich habe ein ziemlich gutes Bauchgefühl, muss ich sagen. Und danach geht es ja, glaube ich, auswärts weiter gegen, gute Frage, und dann geht es, meine ich, in DFB-Pokal, oder? Nee, das war nur Bayern. Danach kommt auf jeden Fall irgendwann schon das Derby, wo ich übrigens sein werde. Das ist schon mal angekündigt. Beim Derby werde ich vor Ort sein und werde nicht in der Nordkurve sein, sondern im Westen. Habe kein Ticket für die Nordkurve bekommen, aber da freue ich mich drauf. Da habe ich Bock drauf. So, das soll es gewesen sein für heute. Ich habe nicht mehr zu erzählen, ich habe nicht mehr zu sagen. Ich glaube, dieses Thema Transfers, Abgänge, Zugänge, das ist schon gut genug ausgefüllt worden. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt oder irgendwelche Gedanken habt, dann schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal kostenlos, um keine Videos mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dahin einen wunderschönen Tag. Passt dabei auch, macht's gut, haut rein. Und ciao.